Herzlich willkommen bei der neuen Folge von Gentleman's Club. Wieder mal mit mir, Ralf und Ele. Hallo zusammen. Und ihr seht, wenn Ele dabei ist, geht es wieder mal um Film. Ja, um was auch sonst. Und das mal um Schlumm. Er ist der, der am meisten Ahnung hat von dem. Also. Darum auch wieder mal schlechte Filme. Genau, nach dem letzten Mal haben wir ja die besten Filme sozusagen nach unserer Ansicht genommen. Und jetzt haben wir gedacht, hey, nein, jetzt nehmen wir doch noch das Gegenstück. Jetzt haben wir heute die schlechten Filme. Ja. Was fällt da einem ein? Oli, was hast du dir da? Was ich mir da im Kopf überlegt habe, ist eigentlich... Er weiss es nicht, darum sage ich Jesus. Surf Nazis must die. Also ja. Ich habe den Film nie gesehen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Oh, wir haben den Trailer gesehen. Dann muss man sagen, wir haben den Film gesehen. Also, ja, aber eben... Der Trailer geht 3 Minuten und man sieht, glaube ich, einfach alles. Es geht um Surf Nazis in California, ja. Beach. Genau, ja. Wo, ja eben, wie es der Name schon sagt, so ein bisschen sich am Strand gute Zeit machen und dann noch ein bisschen Sieg Heil rufen. Also, so. Aber hey, ich meine, das hat man ja immer mit dem Strand verbunden. Also das Coole ist, es gibt einen Charakter, der heisst Adolf. Ja. Dann gibt es Eva. Ja, ich meine, da... Dann gibt es den Hook. Es geht einfach... Surf-Nazis. Surf-Nazis must die. Surf-Nazis. Und dann kommt so eine alte Oma und die macht alle fertig. Ja, schwarze Oma, die alle fertig macht, muss man dazu sagen. Ich meine, wenn schon, dann richtig, das oder? Das ist das Beste am ganzen Film. Ja, wahrscheinlich ist das nur der witzigste Punkt. Das ist eben das Traurige der ganzen Geschichte. Und ja, also es gibt von Surfer über schöne dritte Reichsparolen, über hey, ja, wir machen jetzt ganz komische Sexszenen. Haben sie alles drin. Also, vielleicht tun wir uns das mal an. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja bei dir mal so einen Marathon von schlechten Filmen. Das wäre doch auch etwas. Ich habe die TS noch kaputt. Ja, du, ich meine, kaufst du dir einen Zwieri. Weißt du, was du machen kannst, bevor du Zwieri hast? Scheiße. Ja, das wäre so ein Film. Ja, das wäre. Machen wir noch. Und der freie Bima. Nein, also, das ist, hat uns recht den Rest gegeben. Nur der Trailer schon. Also, ja, eben. Aber ich glaube, er ist so schlecht, dass er schon wieder gut wird. Wenn er so witzig ist. Für mich hat es einen Film gegeben, den habe ich dieses Jahr gesehen, nach dem Super Bowl. Und zwar wäre das Bitch Slap gewesen. Bitch Slap! Es ist wirklich das, was man sich darunter vorstellt. Nur, dass es noch Element drin hat von... Also, es ist der Herkules, der frühere Darsteller, ist der Kevin Sorbo ist dabei. Dann so. Sind sie nicht besser, oder? Nein, eben nicht. Nein, überhaupt nicht. Dann die Effekte sind mal so richtig... schlecht. Sehr schlecht. Und bei Herkules hat es doch immer seinen treuen Gefährten, der Joel Aos. Der blonde Typ. Der ist auch dabei. Und ballert irgendwas um und es geht, Bitchlab geht wirklich darum, um 3 Stripperinnen, die irgendwie so irgendwie in ein krummes Geschäft hineingezogen worden sind. Und im Endeffekt ist es so, ja, sie schlönt sich. Und dann irgendwann plötzlich schlönt sie sich und dann plötzlich treiben sie es. Dann weisst du nicht mehr genau, gehört das auch nur dazu. Also es ist doch recht, es ist schon fast, es ist pervers. Also es ist wirklich nicht schön, aber wir haben es fertig geschaut, die restlichen 3/4 Stunde und ja, ich habe mich schon lange nicht mehr so schlapp gelacht haben bei einem Film. Gut, dann hat es wenigstens etwas Positives gehabt, du hast können lachen. Ja, das ist wirklich die größte. Ich glaube, der Film ist voll ernst, oder? Der ist, Ich meine, bei Death Proof kannst du immer lachen. Okay, gut, da wären wir bei Death Proof. Da hast du keine Action, da kannst du nicht lachen. Das ist einfach ein absolut langweiliger Film, der zweimal Action kommt. Gut, ja. Das ist das Beste am Ganzen. Das ist wirklich das Beste, aber ja. Aber Death Proof, also Planet Terror, haben wir auch gesehen. Nein, Planet Terror habe ich nicht, also ich persönlich habe ihn nicht gesehen. Nein. Ist der schlechter als Death Proof oder ist der besser? Ja, dort hast du noch mehr Action, weißt du, also ist er besser. Wie man gehört, Okay. Ist Planet Terror, wenn es mir recht ist, wo die anderen da... Mit einem Gewehr am Bein, ja genau. Ich meine, das ist schon etwas, was ausmacht, das ist schon mal das Beste im Film, oder? Ja, ich glaube, das einzige Gute bei Death Proof ist wirklich da die zwei... Frauen, Action sind und die hübschen aber Frauen. Aber schnell zu der Story. Er ist ein Stuntman und will andere befahren, das ist irgendetwas. Nein, das ist nicht befahren, er hat im Auto in den Umbruch. Er hat jetzt im Auto drin. Sie hinten in sein Auto rein, und dann fährt er rum und sie werden hinten drauf gejasset. Oder auch als Beifahrer. Ja, ach ja, das ist ja voll die normale Mordtechnik, oder? Logisch, ja. Das passiert immer so. Sie können sich nicht angurten und dann so Sachen. Aber nein, das ist wirklich schlecht. Also ich bin verklaffen, wenn du willst. Ja, also schlafst wirklich. Also, ja, okay. Das zeigt wohl, wie schlecht der Film muss sein. Du warst nicht mal, wenn die Action kommt. Du bist ein Tiefschlaf. Definitiv. Okay, ja, das ist definitiv ein Film, den man nicht mehr muss sehen. Ja, ist schon schlecht. Ist leider schade. Ist schlechter Chance. Wenn man denkt, von wem man sich kommt. Eben,
Das ist das eigentlich ist, etwas, was ich ein bisschen erstaunlich finde. Das ist ziemlich der schlechteste von ihm, würde ich jetzt mal einfach behaupten. Ja, die, die ich kenne von ihm eigentlich schon. Das ist meine, immer gut. Eben, gell, so, sonst hat... Ja gut, Kill Bill bin ich eben nicht so Fan von dem, aber... Gut, das ist eben, ja... Oh, da kommt es halt darauf, ob man ein Fan davon ist, von dem, ja, das hat was. Aber sonst, seine Filme sind eigentlich gut, aber der ist wirklich grottenschlecht. Wir meinen ja nicht über gute Filme reden. Eben, nein. Das ist ein schlechter Film. Highlander hat Games. Highlander? Highlander, das ist ja genial. Ich kenne ganz ehrlich keine Rotrick-Filmserie von Highlander. Nein, ich nie gesehen. Die habe ich auch geschaut. Gut, die habe ich auch geschaut, ja. Also ich habe keine Ahnung, weil du, ich bin dort so 11, 12 gewesen und dann gut, kommt Highlander, oder? dann findest du alles gut. Ich habe das voll komisch gefunden. Eben, er muss irgendwie, also ich habe keine Ahnung von Highlander. Er muss sein Schwert suchen. Glaub. Oder? Geht es nicht um so ein blödes Schwert? Ja. Doch, es geht schon ums Schwert. Doch, doch. Schwert kaufen und so. Naja, und es geht um ein bestimmtes Schwert, glaube ich auch irgendwie. Es ist ja, ein so King Arthur. Und nur er kann den Böse besiegen, ist aber, er muss aber noch ein bisschen lernen oder so. So ja, ja. A la Padawan, oder? Endgame ist einfach so. Nein. Okay. Ja, was für mich auch so Endgame-mäßig ist, ist Cloverfield. Ah ja, aber den sind wir im Kino geschaut. Ja, wir haben im Kino gesehen, ich habe mehr erwartet, muss ich zugeben. Ja. Obwohl, der Trailer hat ja irgendwie noch vielversprechend ausgesehen. So, Die Idee finde ich cool dahinter, aber es ist leider ein bisschen nicht so cool umgesetzt worden. Also, ja. So nach dem Motto, ihr seid so die Ersten, die das Video sehen, oder? Genau, ich habe das ja. Zufälliges gefunden. Es ist so ein bisschen nach Blair Witch nachempfunden worden. So ein bisschen genau. Eine Idee mit der Kameraführung. Und das Eis bei Blair Witch Project, ja... Okay, also ich eins kann man jetzt leben lassen, aber das zwei, also das zwei ist voll scheiße. Das ist echt grützen. Also das ist, vor allem haben sie alle Klischees gerade mal erfüllt. Da haben sie extra Leute genommen, die in der Gothic-Szene sind. Da haben sie das gerade mal mit Satan und so, mit Hexerei verbunden. Du musst nachher im Fernsehen, wenn du den Film gut findest, von der Kameraführung. Ja, aber der Film ist einfach so schlecht. Das Schlimme ist, das eins ist ja noch cool Geschichte, mit der Kamera und das zwei ist dann wieder normal gewesen. Also mit richtiger Kamera, also richtige Führung. Ich habe es zwei nicht einmal gesehen. Ja. Es ist nicht einer, der das so gefilmt hat, sondern es ist wirklich mit der dritte Person. Es ist definitiv nicht. Du hast nichts verpasst. aber apropos gute Fortsetzungen, dann kommen wir doch noch auf Butterfly. Eben, schlechte wo gute Fortsetzungen. Wo der erste Teil vielleicht gut war. Butterfly, super cool mit dem Ashton Kutcher. Butterfly 2 war schon richtig scheiße gewesen und dann kommt noch ein 3 raus, wo... Grotter schlecht. Ja, das ist einfach... Also ich habe es 3 mal per Zufall im Fernsehen gesehen und dann, ich glaube, die ersten 10 Minuten sind schon am Vögeln, oder? Ja, es geht nur um das dort. Also es hat nichts mehr zu tun mit dem Film oder mit dem Eis. Das ist unglaublich. Also. Nein, den müsst ihr auch nicht schauen. Also, ist leider schade. Nicht mal wegen der Frau in dem Fall. Ja gut, das ist immer so ein bisschen, ich kann immer sagen, wegen der Frauen ist es so ein Grund. Ja, wenn wir nur die Frauen würden rausschneiden im ganzen Film, okay, ja, aber sonst... Dann wäre es vielleicht noch okay. Dann wäre es noch okay, dann wäre es noch akzeptabel, aber dann hättest du ein Porno, ja, aber sonst, nein, definitiv nicht. Nein, aber mir fällt noch ein, heisst das, hinterfeindlichen Linien? Ja, irgendetwas sagt mir das, aber... Der aber nicht Enemy at the Gates. Nein, das ist Enemy at the gut. Gates, das ist so ein Sniper-Film, aber Behind Enemy Lines... Das gibt's. Er stürzt ab mit dem Düsenjet in Russland oder so, keine Ahnung, alles mega geheim und muss sich durchkämpfen im ersten Film. Mega cool. Okay. Wieso macht man den zweiten Teil? Was hat den zweiten Teil? Der zweite Teil ist genauso cool, er stürzt sich auch ab und... Das ist genau das gleiche wieder. Das ist wie ja, aber in Scheiße. 4, 5 und 6, oder? Ich kann es rauchen. Ja, logisch. Das ist gut, aber das ja. Nein, den Film kenne ich jetzt gar nicht. Nein, ist ein älterer, oder? Also das eins habe ich cool gefunden, als ja gut, habe ich vor 100 Jahren mal gesehen. Okay. Mit dem, weißt du, mit wem? Oder kennt man den Schauspieler? Sowohl, einen kennt man. Man kennt meistens irgendeinen. Ihn, also der Pilot kennt man, ist der Owen Wilson. Nein, wie heisst er? Ja, dann weiß ich glaube, welcher Film ist. Der Owen Wilson ist blond, oder? Ja, dann ist der Owen Wilson. Ja, dann weiß ich doch, welcher Film. Was auch immer so super Filme sind die Katastrophenfilme und dann habe ich auf Mad Hell 2 geschaut. Die sind immer genial. So die Ratten, sie kommen! Oder Tornados und so. Ja, ja.
Genau. Oder Deutschland wieder mal untergeht. Und logisch. Ich meine, hallo. Oder aber Ratten? Wenn es einen Vulkan irgendwo hat. Weisst du nicht, aber Scheiße gemacht oder so die Erde auseinander. Weisst du nicht, Ratten haben wir nie gesehen. Es gibt die Ratten. Nein, ich weiß nicht. Und dann kommen Ratten 2, sie sind wieder da oder sie kommen wieder. Oder so etwas. Dann kommt es einfach so eine riesen nur eine Masse an Ratten. Könntest du noch das 3 machen? Sie sind immer noch da. Yeah, still here. Ja, das wär's. Das sind auch sehr gute Filme. Gut, grundsätzlich sollte ich Filme aus so, eben wie ich gesagt, grundsätzlich so Katastrophen für man versucht es, ja. Das kommt auch dazu. Dann fällt es einem plötzlich wieder ein, oh. Ah, scheiße, das war so ein guter Film. Nein, und alle Filme von Scary Movie. Nein, das Eis ist okay. Das ist okay. Nein, ich kann es nicht mehr sagen. Nein, okay. Also nein, grundsätzlich alle Movies. Da gibt es ja was? Gibt's Scary Movie, Date Movie. Aha, das, ja, ja. Disaster Movie gibt es noch. Und, ja, Heldum. Ist das nicht? Ist das für Disaster? Nein, das ist nicht Disaster. Nicht. Apropos Helden, es kommt noch einen in den Sinn. Batman, oder wie? What the fuck? Nein, es gibt so einen lustigen Superheldenfilm mit dem Nickelodeon-Star, bla bla bla, Peter und Jack, Jack und Peter, keine Ahnung, da die zwei haben, also zwei Brüder. Ja, okay. Und der macht immer einen Superheldenfilm mit. Das klingt jetzt super. Das ist auch so ein Nickelodeon-Superheldenfilm, kommt okay. Kurz davor. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Aber meinst du, das ist halt Nickelodeon schon eh so ein Kindersender, dass da jetzt unbedingt gerade den Wert drauf gelegt haben, dass er jetzt sehr anschlussvoll ist? Also weißt du, hey, das ist früher hier ja auch ja, ja, ja. Aber das ist eine Zeichentrickserie. Das, eben, das, was du meinst, ist ja, das sind ja richtige Menschen, oder? Ja. Okay. Okay, das macht es nicht besser. Aber hey, Arnold, das war cool gewesen, auf jeden Fall. Ja, wir sind schon wieder bei guten Sachen. Ja, genau, jetzt hat er jetzt angefangen. Da, es ist einfacher auf gute Sachen. Wir versuchen positive Lebensjobs, nicht negative. Ding, also welche Reihe, also ich bin sowieso kein Fan von Horrorfilmen, aber The Hills Have Eyes. The Hills Have Eyes? Ja nur noch, ja, da geht es nur noch um Inzest und um Vergewaltigungen und ich weiß auch nicht, dass... Was heißt The Hills? The Hills Have Eyes. Ja, genau, das. Es gibt irgendwie drei Teile. So eine mit dem Wald draussen da? Nein, das ist doch irgendwo in so einer Wüste. Nein, es gibt aber etwas Ähnliches eben auch noch. Also es gibt den Hills Have Eyes, das ist da in der Wüste rausgeblieben gesagt. Oh Gott. Und das andere, da gibt es nochmal etwas, das stimmt. Dann gibt es auch so eine Serie, wo sie sich in einer Hütte verstecken und das Zeug. Aber ja, genau. Und dann ist, eben genau, so Film, also mit irgendwie so Inzestfamilien, die nachher irgendwie Touristen umbringen und so Zeug. Also. Genau, wo sich verlaufen. Jetzt genau, und dann treibt es die ganze Zeit und die ganze Familie treibt es. Okay. Es ist also irgendwie so ich weiß nicht, ob wer so Sachen steht, das ist eher schon fast abartiger Porn. Das geht, glaube ich, nicht richtig von Horrorfilmen. Aber grundsätzlich so Horrorfilme sind halt immer so. Ja, House of Wax wäre auch sowas. House of Wax! Aber heute ist bitte Paris Hilton mit, die grosse Schauspielerin. Gut, ja. Du musst wieder schauen, ne? Nein, das tut echt weh, der Film. Aber Horrorfilme sind grundsätzlich. Also, eben, der Horrorfilm nicht so ist mies, also. Ja, genau, ja. Ich meine, also, ich muss zwar sagen, Scream 3 habe ich mir Horrorfilm erwartet. Der ist gut, der ist gut. Aber eben, da sind wir wieder bei den guten. Eben, ja, guter Film. Also, Scream 3 habe ich auch scheiße gefunden. Ich bin dort eingeschlafen. Ist einer von den Screams überhaupt gut gefunden? Nein. Also, ich habe Scream 3 eher lustig gefunden, weil der Mörder stolpert über alles rein. Also, es ist. Keine Ahnung. Es geht irgendwie um den Bruder, oder? Der Bruder ist irgendwie der Böse und so. Ja, es geht immer um irgendwelche Familie. Das ist alles in der gleichen Stadt. Voll schlimm. Völlig langweilig. Open Water gibt es doch auch noch. Open Water gibt es? Da habe ich mal irgendjemanden Zufall gesehen, dass sie... Ja, ist das der mit der Schatz? Nein, sie sind auf dem Boot und dann gehen alle ins Wasser und die Leiter bricht ab. Niemand kommt mehr aufs Boot raus. Auf das Boot rauf. Weiss ich, wieso ich nicht geschaut habe. Und alle treiben mit der Schwimmweste irgendwie und alle haben voll Panik. Nein, sie haben keine Schwimmweste. Sie haben keine Schwimmweste und sie hören die ganze Zeit ein Baby oben dran schreien oder so. Okay, das klingt echt schräg. Ja. Und sie versuchen alles, um das Boot reinzukommen. Und plötzlich sind da so Strickleiter gepasst und die reisst natürlich. Und ich weiß gar nicht, ob ein Hai noch kommt oder so. Wahrscheinlich kommt es schon noch fast ein Hai dabei sein, oder? Es überlebt niemand, außer der eine. Ich glaube, das so. Ja. Der kommt irgendwie ins Boot rauf. Ja, was ich gestern noch gesehen habe, gerade wenn es davon haben, ist, haben sie gewusst, dass es Into the Blue 2 gibt. Es gibt Into the Blue 1 ist mit der Jessica Alba gesehen. Und dem Paul Walker. Paul Walker, genau. Ja. Und der ist ja eigentlich ganz okay, aber haben sie 2 gestern. Ja, gestern ist es 2 gelaufen. Ich habe mal mitbekommen. Ich habe gestern 2 geschaut. Also, ich habe 3 geschaut.
nicht den ganzen können schauen, weil die Geschichte, die dort herausgefunden haben, habe ich das Gefühl gehabt, nein, das tut weh. Ich meine, das, klar, man kann wieder sagen, hey, hübsche Frau im Bikini, ja, das ist ja auch schon so. Aber wer macht denn zwei mit? Eins hast du wenigstens können schauen. Im zwei, so typische Gesichter, die man immer sieht für so B-Movies, blöd gesagt. So Typen, wo vielleicht mal ein Serienstar gewesen sind, wie bei OC mitgespielt haben, denke ich, so einen. Nein, ja. Bei OC oder und dann gibt es Setting, wo vorher noch bei Disney so Stars waren und jetzt irgendwie so versuchen zu. Ja, so richtige Schauspieler. Richtige, richtig gute Schauspieler, ja. Okay, doch, okay. Muss man sagen. Also es ist, nein. Also all so coole Fortsetzungen sind eigentlich gut, also. Von denen gibt es leider genug viele, ja. Obwohl, ich habe mal so einen coolen Delta Force Film gesehen aus China. Delta Force aus China? Also der ist auch, also der heisst glaube ich Delta Force. Ja. Bla bla bla, mit einem lustigen Untertitel. Und es geht irgendwie um China halt. Okay. Ist natürlich auch ein super Film. Das klingt auch schon so, ja. Ja, es hat auch schon solche Filme gegeben mit Brontosaurus versus Riesenanaconda oder Krokodil. Irgendwie. Oder siehst du Riesenkrokodil? Ja, Anaconda 1 ist noch gut. Nein, aber es gibt noch Fortsetzungen im Fall. Ja, aber es gibt doch die scheiß Piranha-Serie, gibt's doch. Gut, ja, Piranhas, ja. In 3D hat es ja den Film. Und dann gibt es doch noch die Shark-Serie. Gibt es doch auch noch irgendwie Super Shark. Ah, versus Brontosaurus. Ja, genau. Das ist Super Shark gegen ein Riesenkrokodil. Was? Und ich meine, nein. Also, so lustige, komische C-Z-Movies-Film. So halt. Das kann man wohl sagen, das gehört wohl schon in die Richtung. Ja. Z-Movie. Ja, also B ist ja wenigstens, kann man dann vielleicht schauen oder so. Aber Glück hast, findest du es noch amüsant. Gut, eben, da kannst du zu Amazon und auf den Movie. Das klingt nur schon lustig. Das klingt nur schon, ich kenne den Film nicht, aber das klingt einfach ja, schon genial. Ich habe es absolut lustig aufgebaut, weil an sich geht es in dem Film nur etwa 15 Minuten oder 10 Minuten um das, was eigentlich der Titel ist. Der Rest zwischendrin ist irgendwelche zusammengewürfelte Werbung und so. Okay, okay. Das ist schon absolut lustig. Okay. Wie heißt der? Amazonas? Amazonen auf dem Mond, oder was? Ah, Amazonen auf dem Mond. Okay. Ah, das hat doch vor zwei... Zwei oder drei Jahren hat es doch so einen Film gegeben, wo Nazis auf dem Mond waren, nicht? Ja, gut. Ja. Das kann sein, ja. Ja, wirklich, was wäre passiert, wenn... Von dort oben wird die Welt übernehmen. Genau, nein. Ich habe den Film nie gesehen. Es gibt aber Leute, die den wirklich gut finden. Ja, kann ich mir fast nicht vorstellen. Ja, ich hätte auch nicht schauen. Space-Nazi, echt. Space-Nazis. Ja, hey, ich meine, wir haben schon Server-Nazis gehört. Server-Nazis. Und Space-Nazis. Ja, es gibt fast alles. Aber das meiste finde ich besser. Ich glaube ja. Ja, das ist definitiv so. Aber vielleicht fangen die ein an, dort beim ich kann es hoffen. Ist eigentlich je einer, der so einen B-Movie mitgemacht hat, mal so zu einem richtigen Schauspieler geworden? Ja, die meisten fangen mit Tiefen an. Ja. Die meisten ja, aber sind gerade so. Dabei. Aber gerade so mit einem Scheißfilm, weißt du? Ich meine, auch wenn Peter Jackson hat einmal Scheißfilm gedreht. Ja, okay. Ja, aber weißt du. Du fängst ja so an und kommst irgendwann rein. Nein, aber weißt du, ich habe das Gefühl, früher hat es nicht so viele Scheißfilme gegeben, weil es. Weil du gar nicht die Möglichkeiten hast, um dir eine Kamera Standard zu kaufen. Standard ist halt nicht so hoch. Oder vielleicht eher so, ja. Die sind nie rausgekommen. Gut, jetzt hast du die Möglichkeit, oder? Du kannst das Internet aufladen, da sieht jeder. Oder fast jeder. Oder ich meine YouTube. Oder mir oder so, weißt du. Ja, du machst so Sachen, oder? Du kannst was alles machen. Vor 20 Jahren kannst du das gar nicht. Genau, ja, auf jeden Fall. Es müssen sonst vermarkten und so weiter. Es müssen noch Video rausgeben, oder? Video. Sorry. Das war jetzt teuer, um ein Video zu machen. Ja. Und jetzt mit dem Internet kommst du halt einfach alles mit. Eben, jetzt kannst du ein bisschen mehr. Und jetzt siehst du, was alles für Scheiße rauskommt. Genau, die Medien hat es ja sicher auch gegeben. Und jetzt tust du halt alles andere näher verwerten. Vielleicht kommst du sogar noch Geld über so eben, so YouTube oder so 1000 Klicks oder irgendwie, ich weiss nicht, wie viele Rappen oder. Genau, eben, und dann sammelt sich das Yes! Endlich haben wir es sich gelohnt. Also, das müsst ihr dann mal liken. Ja. Mal liken. So, ne? Das wäre was. Abonnieren, liken. Und all das, was kommentieren. Was man alles kann machen. Share. Ja, aber gute Kommentare sind. Sind nett. Nicht so wie auf 20 Minuten so. Wäre ein scheiß Kommentar. Salomon King, ich weiß nicht, oder? Salomon King. Ist das mit dem welchen Fisch oder so? Nein, Salomon. Der Typ sieht einfach aus wie der Van Helsing. Nicht. Aber Van Helsing ist auch so ein guter Film, oder? Van Helsing ist gut. Ich schaue den noch gerne. Nein, ich weiß nicht, ich habe den. Hast du ihn mal gesehen, oder? Ich habe ihn mal gesehen. Aber irgendwie einfach total
strange halt so. Okay. Bist du wieder betrunken gewesen? Nein. Beamer. ja, er hat. Er ist nicht so schlecht jetzt eigentlich. Ja, er gehört, das ist schon nicht jetzt. Weißt, ist die, ein, ja, ja. Das ist genau der Punkt zwischen. Er ist nicht so schlecht wie die Filme, die wir jetzt aufgezählt haben. Ich aber so er ist. Deathproof dort nicht einmal unterhalten. Nein, da denkt man nur, wieso habe ich jetzt Geld ausgegeben für das Zeugs? Das ist nicht ein böser Effekt. Ja, so. Gut, so einen richtig schlechten Film habe ich mir noch nie gekauft. Das kaufst du grundsätzlich? Nein, eigentlich nicht, nein. Aber sowohl, wenn du nach Cover kaufst, verwünschst du... Mit einem grundsätzlich schlechten Film, wenn du hinten drauf schon liest, solltest du eigentlich rausfiltern können. Sollten wir, ja. Ja. Sollten wir. Grundsätzlich aber wenn du hinten drauf tönt es immer noch so gut, oder so. Ja, gut. Eben auch bei Death Proof. Ja, eben, man kann darauf hinkriegen, ab und zu schreiben sie es so gut, dass man denkt, das könnte gut sein, aber yes. Nein, ist es doch nichts. Ja, es hat jetzt noch so... Ja, es wird noch viel mehr geben. Wahrscheinlich schon, aber... Aber wir haben zum Glück nicht alle gesehen. Das ist, ja, unsere Zeit wäre es. Ja, das hat was aus dem... Das wäre, glaube ich, nicht gut rausgekommen. Nein, ich glaube nicht. Nein, kein. Keine Ahnung. Nein, ich bin cool. Nein, das sind so ein bisschen die ich halt gesehen habe, und ich muss sagen, ja, okay. Die sind recht scheiße. Die sind jetzt wirklich ganz schlecht. So. Ja, zum Verdrängen. Und jetzt haben wir es aber immer wieder zum Anschauen. Ne? Jetzt haben wir sogar auf Video, dann können wir immer wieder schauen. Was möchte man gerne verdrängen? Ah, das. Oh. Ah ja, der ist voll scheiße gewesen. Ja, also nein. Und am Schluss kommt noch Geschmack dazu. Und dann, ja, die Eltern findet sich. Genau. Gut, genau, eben, das ist halt immer ein bisschen Ansichtssache. Das ist einfach unsere persönliche Meinung. Was ist eigentlich mit Machete? Ist unterhaltsam. Ist unterhaltsam, ja, ich habe den nicht gesehen. Da bin ich mir ehrlich zustimmen, mit zwei unterhaltsam. Zwei ist jetzt im Kino. Eben, ja, zwei. Zwei ist im Kino mit. Oh, nein, noch nicht gesehen. Nein, ich glaube, noch niemand von uns hat den schon gesehen. Nein, aber ich habe nicht gedacht, als ich den Trailer gesehen habe, ja, das gehört zu den Sparte Death Proof. Nein, Lindsay Lohan spielt nicht. Ja, eben. Die grossartige Schauspielerin Lindsay Lohan. Ah. Ja, wo macht ihr mit? Wo gut ist? Herbie. Full Herbie. Nein, ich kann das ist auch... Oder Full Load Herbie, oder wie heißt oh, Reload. Aber Herbie irgendwas, ja. Okay. Dann, ja, gut. Welcher Film, was ich nicht gesehen habe, aber gehört habe, dass es sehr, sehr enttäuschend war, war Riddick. Der neue Riddick? Das war total schlecht gewesen. Anscheinend. Ich habe ihn aber auch noch nicht gesehen. Das war jetzt nicht so viel schlecht. Die anderen gerne hatten, also gut gefunden haben, haben gesehen, ich absolut gut. Schlecht. Wie lange ist das her? Die Fortsetzung, hat es gebraucht? Einige Jahre. Eben, gell? Ach doch, schon. Schon einige Zeit her. Das ist so. Das haben Filme und Games das Gleiche, wenn es zu lange wartet, wird es nicht besser. Eben, ja, es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Bring es einfach mal raus oder lass es sein. Das hat schon was. Ja, also, mir fällt jetzt gerade nichts mehr ein. Nein, ich bin jetzt, gerade sagen, ja, nein, ist jetzt wirklich sehr schlimm. Eben, viele sind einfach unterhaltsam. Aber das sind jetzt so ein paar tolle Filme, die euch mit anschauen. Ja. Wann rum wird man sehen, wenn ihr Zeit verschwenden wollt? Ja, also nur wenn ihr Zeit habt. Ja, wenn ihr Zeit habt. Und wirklich nichts Besseres zu tun. Zum Beispiel, jetzt haben wir ja Ferien, oder? Jetzt haben sie ja Ferien, jetzt könnt ihr so Sachen schauen. Jetzt könnt ihr so Sachen schauen, das stimmt. Jetzt habt ihr ja Zeit. Ja, aber macht gescheit. Zum Beispiel, ja, oder macht ihr einfach irgendwas. Ralf, machst du schon etwas mit deiner Freundin, oder? Ja. Meine PS3 hat jetzt einen Namen bekommen, darum ist das meine Freundin. Schon, ja. Der wäre. Ja, ich habe mir es lange überlegt, aber ich nenne sie jetzt Aurora. Blackie. Denkt Aurora. So. Blackie. Nein, Aurora. Aurora oder so, das wäre auch nicht. Also kannst du deine so nennen dann. Nein, ich muss mir das dann bei der PS4 überlegen. Ja, dann kommt sie neue Namen, einen neuen Anstrich. Glanzi oder so, nein. Jetzt so. Irgendwann dann kommen wenigstens. Du siehst schon, es wird langsam dunkel jetzt. Ja, eben siehst du, wir sind so lange dran. So lange am Schnurren, dass es jetzt schon dunkel ist. Vor einem Jahr schon nicht an der Weltuntergang und jetzt vielleicht dann rein. Ja, vielleicht haben sie sich einfach verrechnet da. Also, hey, genau, schau euch die Fotos rein. Es ist der 23. Ja, also wenn man uns jetzt nicht mehr sieht, dann ist halt einfach der. Man hört uns vielleicht noch. Ja, also, dann würde ich sagen... Nächste Generationen. Das war's mit der... Mit Gentleman's Club. Von Gentleman's Club, genau. Und natürlich auch wieder zu danken an unseren Gast, der Uli. Ele. Ja, nein, stimmt ja. Ich bin immer dabei. Die schneidet hier diesen Scheiß. Du hast viel der Quote schwarz, wenn es dabei ist. Ja, eben, siehst du. Ja. Also, da haben wir alles. Ich würde sagen, und ja. Jede Vorurteil, jeder Rassismus haben wir auch wieder abgedeckt. Ich würde sagen, wir haben alles wieder erreicht, was wir haben wollen.
Und jetzt wisst ihr auch, wieso er hinter der Kamera steht. Ja, voll die doofen Sprüche, nicht so schnell machen. Unter anderem, ja. Aber ja, also ich würde sagen, wäre es das gewesen. Ich würde sagen, ja. Im Gentleman's Club. Schaut euch die Filme definitiv an. Ja, vor allem wir, was man Surf Nazis meint. Must Die. Den müssen wir uns auch noch anschauen. Surf Nazis Must Die. Und dann würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Mal, was im neuen Jahr sein wird. Und press start. Tschüss, Ciao zusammen.